Hallo Wassermann. Oh, hallo Hoppel. Na, schon gefrühstückt? Nee, noch kein Tropfen. Du, gestern, da kam ich überhaupt nicht nach Hause. Und heute Morgen hat mich dann die Ottilie gefragt, wo ich die ganze Nacht war. Ja und? Ja, ich hab gesagt, ich war bei meinem Kollegen. Ja, und was macht sie? Hat all meine Kollegen gefragt. Und am Ende war sie richtig stinksauer auf mich. Wieso das denn? Ja, nach Angaben von meinen Kollegen war ich insgesamt bei 6 Leuten und bei 2 meiner Kollegen war ich zu dem Zeitpunkt immer noch. Ja, das nenne ich doch mal hohl, was? Hättest du mal lieber absprechen müssen. No. Du, Nono? Ja. Du sag mal, wusstest du eigentlich schon, dass wenn man Glühwürmchen mit Viagra füttert, einen tollen Ersatz für Stehlampen hat? Was? Nee, das habe ich noch nicht gewusst, lieber Luzi. Wusstest du denn, dass wegen meinen Witzen schon mal mir ein König vor Füßen lag? Ein König? Ja, direkt zu Füßen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Bestimmt bei einem Kartenspiel, wo dir die ganzen Karten runtergefallen sind, was? Hey, Nono, warte auf mich. Na, Fritz? Sag mal, hast du mal auf die Uhr geschaut? Nee, wieso denn? Es ist doch noch früher Tag. Ja, deswegen ja. Warum sitzt du denn dann zu Hause rum? Geh doch nach draußen und spiel mit den anderen Kindern. Mit Herbert zum Beispiel. Du Oma, mal ganz ehrlich, möchtest du mit jemandem spielen, der dauernd lügt, betrügt und unanständige Wörter sagt? Um Himmels Willen, nein! Na, siehst du, Herbert auch nicht. Meine Mama hat immer zu mir gesagt, dass ich helle Kleidung tragen soll, damit ich halt besser von den Autos gesehen werde. Und so ging ich dann immer los. Weiße Mütze, weißer Schal, weißer Pullover, weiße Hose, weiße Jacke, sogar weiße Handschuhe. Und was war das Ende vom Lied? Ich wurde vom Schneesturm überrascht. Hallo! Na? Schon aufgeregt wegen Weihnachten?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Doch zuvor möchte ich euch noch etwas erklären und euch auf etwas hinweisen. An Weihnachten wird ja gerne mal gebacken. Besonders Plätzchen. Mhm. Jedoch sollte man es nicht übertreiben. Sprich, man sollte es vermeiden, an Weihnachten Haschischplätzchen und Speedplätzchen zu backen. Wo da jetzt genau der Unterschied ist, das zeige ich euch jetzt. Nono? Hä? Was ist los? Hallo Nono. Oh, hallo Lucy. Hallo, also Nono hat gerade ein paar von den Haschischplätzchen gegessen. Und zufälligerweise habe ich hier, schau mal Nono. Na du? Was ist denn? Probier mal. Ein Plätzchen mit Speed. Ui! 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 Nono? Nono? Hallo? Oh. Ja, puh. Ja, das ist der Unterschied zwischen Haschisch und Speedplätzchen. Tschüss dann. Ach, Moment. So. Ach, Peng. Beweise vernichten. Na, Hein? Alles klar soweit? Naja, ja. Wie man es nimmt, ne? Du sag mal, kennst du Frühjahrsmüdigkeit? Nee, das kenn ich nicht. Ich fühle mich nämlich immer müde. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, fühle ich mich, als wenn ich gerädert wäre. Du hast doch auch einen Wohnwagen, in dem du immer schläfst. Da sollst du schlafen. Und nicht vor dem Wohnwagen, draußen. Brr. Kein Wunder. Da brichst du dir ja im wahrsten Sinne des Wortes jeden einzelnen Knochen. Ja, da. Nur weil ich strahlend tot bin. So.